guten Tag, Kapitän zur Seegemeinde, letzte Kommandant der Mölders. Freue mich, dass ich hier heute so viele ehemalige 103er-Fahrer begrüßen kann, denn die Mölders ist ja nur das letzte Symbol dieser Schiffsklasse. Und dass das so gut in Schuss ist und so gut weiterläuft, ist natürlich ohne hilfreiche Hände, ohne freiwillige Arbeit nicht zu machen. Da kann ich nur sagen, herzlichen Dank für diese tolle Arbeit, die Sie leisten. Prima. So geht's weiter. Danke. Aber eigentlich kannst du ja Peter und Jutta einzeln aufnehmen. Wir können ja schon mal gehen. Ja, alte Mann und das Meer. Kannst ja rein reduzieren nachher. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und euch wieder durchgerungen habt, hier mit uns so ein bisschen zu pölen, rauszuklopfen und so weiter und so weiter. Das wäre gut gewesen. Der hättest du sofort eins gekriegt. Das wäre kein Problem gewesen. Hier, das ist Überreste von toten Schwein. Schwein gehört heute essen. Leichenteile. Ja, genau. Wir haben jetzt 10-jähriges Jubiläum. Im Scandic Hotel sind wir. Super, lecker. Ist top. Klappt hier einer runter und sagt, wer war das wohl? Ja, das ist original. Original noch, ne? Toll. Ich wusste nicht, wo Karl-Heinz gut hinfahren. Ich habe angerufen, gehe so hinten über Schanz nach Stuttgart. Ja, aber die gehst du das was alkoholfrei gesehen? Gar nicht. Phoenix ist das Wachhalten dieser Erinnerung. Und ich habe also fast jedes Mal, wenn sie hier waren, wenn die Truppe hier waren, habe ich den Hörern berichtet, dass sie alle freiwillig hierher kommen, einmal oder zweimal im Jahr. Auf eigene Kosten, Unterkunft, Anreise. Und das habe ich eigentlich so übergebracht, dass man sagen muss, wo gibt es heute noch so etwas? So viel Engagement, so viel Herzblut für ein Schiff, für ein Marineschiff. Und ich habe immer versucht, in meinen Beiträgen das den Hörern klar zu machen. Scheiße regnet. Wer von einem Tropfen das ganze Gesicht bedeckt. Genau. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln erfaulte das Wasser und täglich ging einer über Bord.